Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Episode haben wir es hier zu diesem tollen Platz hier geschafft. Und hier sind diese komischen blauen Dinger da, die uns nichts Gutes tun. Die Frage ist, wie geht's weiter? Wir können nach da unten gehen, da hat es eine Bank. Da kommen wir hier nicht durch. Da hinten wäre noch etwas. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht dahin. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich meine, probieren könnte ich's. Ah, ich glaube, ich werde ziemlich sicher drauf gehen. Okay, ich hab's geschafft. Nur um festzustellen, dass mir das gar nichts gebracht hat. Ich müsste... Ah, doch, das hat mir schon was gebracht. Okay, Kiste. Na, was ist es? Ach, ein neues Hemd. Halt, ich will hier rauf. Ah, und so geht's dann wieder zurück. Okay. So, einmal hier rüber, bitte. Will ich da vielleicht zuerst mal... Hä? Wieso? Was wolltest du da machen? Ach so, scannen. Okay. Ah, da komme ich nicht durch. Kobo-Barriere. Moin. Müssen wir wieder eine Kopfnuss verpassen? Ja. Ah, fuck. Da war ich zu langsam. Und der Seite aus sieht aus wie ein Aquarium. Okay, die sind leider unnötig gestorben. Aber wenn sie friedlich gewesen wären, hätte ich ihnen auch nichts getan. Was ist das? Bin jetzt nicht so doof und geh da runter. Kein Strom. Der Ort scheint verlassen worden zu sein. Vergessen. Ja, ich schätze, sie hat es nicht vergessen. Auch nach all den Jahren hat sie nie ihre Mission aufgegeben. Enttäuschen wir sie nicht. Ich hoffe, das wird erklärt, was das da unten eigentlich ist. Ach stimmt ja, das ist ja dieser XXL-Vogel da hinten. Alter, ist der riesig da hinten. Holy shit. Bitte, 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 lass mich nicht gegen den kämpfen. Moment, hängt er fest? Diese Kreatur steckt wohl fest. Ich kann sie nicht losschneiden. Fürs Erste müssen wir unten durch. Das heißt, diese schwarzen Dinger da können sich bewegen, wenn er da feststeckt. Ja, tu mal aktivieren. Ah, Abkürzung. Okay. Ah, oh, ist das nicht... Mann, das sieht schon geil aus. Armer, gigantischer Vogel hier. Tür? Diese Tür bewegt sich nicht. Ja, war ja klar. Okay, dann darauf. Da wird doch gleich irgendwas passieren, oder? Ja, war ja klar. Okay, das tat weh. Suchen wir uns einen anderen Weg. Wir helfen ihr später. Ah, das ist einmal wieder drüber laufen. Okay. Wie kommst du von mir? Warum sind die tot? Kann ich jetzt hier aufmachen? Okay, sehr gut. Hier noch was vergessen? Nee. Oh,
ist denn die Mutti tot? Irgendetwas hier hat einen mächtigen Appetit. Ja, und nicht aufgegessen. Oh, okay. Aber ich glaube, ich muss das... Oh, fuck. Musste es sein? Mann. Alter, scheiße. Heal, 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 heal. Nein, 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 nein. Oh, okay, das ging jetzt viel besser als vorher. Trotzdem habe ich 2 Stims verbraucht dafür. Ach man, jetzt sind wir doch wieder am Anfang. Was ist los, BD? Was ist da? Ja, scannen, was auch immer da ist. So eine Technologie habe ich noch nie gesehen. Und ich habe auf Brucker viele Maschinen zerlegt. Oh, ich sehe es irgendwie nicht. Okay, weiter geht's. Ach so. Kiste! Die kommt mit. Und was haben wir? Schalter. Was ist das? Wir haben diese Technologie schon mal gesehen, nicht in dieser Größe. Okay, und... Ach so, Kugelverstärker. Ach. Ach so, da kommt so eine XXL-Kugel rein. Aber von wo? Ja, das sieht halt irgendwie so aus, als würde da was rauskommen, aber. Hä? Da komme ich ja auch nicht weiter. Hilfe? Komme ich hier raus? Ich komme hier nicht mal raus. Spiel? Was muss ich hier machen? Kugelverstärker ohne Kugel. Es muss doch irgendwas hier sein, oder? Ah. Ah. Ich bin so doof. So, einmal rein da. Ah. Wenn ich da reingehe, tut mir das dann weh. Ich werde jetzt erstmal speichern. Editieren. Du kannst dich einmal ausruhen. Probiere ich das mal. Okay, ich bin bereit. Okay, uns tut's nix. Okay. Oh, das sind diese blauen Dinger hier. Und doch. Okay. Hola. So, wie geht's jetzt hier weiter? Hier einfach raufgehen? Okay. Ja, okay. Hier irgendwie rauf. Und dann hier rüber. Ah, und da kann man die Abkürzung machen, so wie es aussieht. Da kommen wir niemals lebend durch. Wo? Was meinst du? Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Haben wir hier sonst was vergessen? Auf der andere Seite hätte man sich auch noch schwingen können.
Soll ich das nochmal machen? Ich glaube da... Ach nee, was soll's. Weiter geht's. Und ach. Okay, hier kommen wir wieder hoch. Was haben wir hier hinten? Da geht's ja dann offensichtlich nicht weiter. Was macht ihr denn hier? Okay, wir gehen jetzt da mal weg. Offensichtlich geht es in diese Richtung. Was für ein Drecksloch. Alles hier will dich entweder fressen oder ersticken. Warum werde ich immer auf diese maximal abgewiesenen Posten versetzt? Soll ich da unten rein? Mal hier Secrets. Die Tiere rund um die Anlage sind ziemlich aggressiv. Liegt wohl am Staub in der Luft. Und imperiale Patrouillen machen es auch nicht besser. Okay. Gibt's hier wieder böse Überraschungen? Na, ist Ausdauer oder was kriegen wir? Ich werfe hier Ausdauer. Verwirren. Große Fauna. Das könnte praktisch sein. Halte große Kreaturen zu verwirren. Verwirrte Gegner attackieren Karl, wenn sie keine Gegner in der Nähe befinden. Okay. Und Meditationspunkt hier. Konzentration. Okay. Cool. Ist von der anderen Seite verschlossen, ja, ist klar. Oh, warte mal, halt die RP und drücke B, um einen Gegner vorübergehend zu finden. Hä? Halte RP und drücke B. Hä, aber macht's ja nicht. Hä? Das sieht nach Ärger aus. Vielleicht kann er uns aber auch helfen. Okay. Nice. Ja, wir lassen den erstmal machen. Nice. So, aber was war denn hier auf der anderen Seite da oben? Ich glaube, ich will nochmal zurückgehen. Da war der andere Sturmtruppler gewesen ist. So, bitte einmal super Sprint. Ich möchte nichts auslassen. Yes, ich komme wieder retour. Yes, ich komme hier wieder hoch. Coole Sache. Moin sehen. Oh, hier wäre es wohl sowieso nicht weitergegangen. Okay, ja, das wusste ich nicht. Oh, Moment mal. Wie komme ich da hoch? Warte. Das zeigt mich an, wie ich da hochkomme. Hm, vielleicht irgendwo später oder an der Fahrt. Ja gut. Und tschüss. Wieso immer diese Spalten? So, Kollege, bist du hier fertig? Er ist auch weg. Okay. Aber ich höre ihn noch. Sieh dir die an. Was ist damit? Oh, Kiste. Geil. Und das da unten,
sieht wieder wie so eine Kampfarena. Oh, das sieht geil aus. Ich glaube, das möchte ich anziehen. Anpassen. Moment mal, das war ja hier. Anpassen. Das ist ja jetzt mega... Oh ja. Ich kann auch den Farbakzent ändern, oder? So geht es nicht. Ja. Hallo. Ich möchte den Akzent ändern. Ja. Okay, passt. Sogar mit Cape. Wobei wir wissen, Capes töten. Hallo. Und tschüss. Ah, ich muss gegen dich kämpfen, ne? Okay, das ging jetzt auch echt gut. Sag mal, ich habe die Schwierigkeitseinstellung aber schon wieder zurückgestellt, oder? Oder wenn ich jetzt mal kurz nachgesehen habe. Gameplay? Doch, hier die Padawan. Okay. Oh, keine gut. Ah, hier mal wieder die Dinger. Samen. Wir sollten einen Ort finden, um sie einzupflanzen. So, ist this the way to go? Irgendwie sieht es nicht nach the way to go aus. Ja, okay, doch, so. Blaues nicht fallen lassen. Jetzt? Also da noch mal eins drauf? Ja. Nein! Umdrehen! Dankeschön. Nein! Oh mein Gott, das war jetzt knapp. Hier nach oben, bitte. Was ein Dschungel hier. Hier rauf. Was machst du da, BD? Was soll ich denn noch sagen? Zier, ich dachte... Nein, du hast nicht gedacht. Du hast eine Bedrohung erkannt und reagiert. Hätte der Orden schneller reagiert, gäbe es die Republik noch. Das Imperium, die Haxionbrot, die halbe Galaxis will unseren Tod. Ja. Die Chancen stehen gegen uns. Aber sie werden immer gegen uns stehen. Cal, du wirst dich nicht aus jeder Situation freikämpfen können. Verstehst du das? Okay. Drücke. Ist das jetzt mein erstes Mount? Okay. Ich kann. Okay. Flugzeug kann im Einstellungsmenü unter Steuerung sein. Stell dich unter den Relter und springe, um ihn zu ergreifen. Oh, der hat hier sogar Eier. Okay. Das Tempo gefällt mir schon besser. Alles klar, wie geil. Und er ist wieder weg. Okay, ich dachte, ihr hättet irgendwie Mount, was auch bei mir bleibt und so. Ah, das ist die andere Tür. Das machen wir gleich auf. Sehr gut. Ach, und da ist er, der mit seiner Super-MG da hinten. Nein,
Tja, da bist du nicht zum Schuss gekommen. Gibt's denn... Oh, da gibt's ja noch mehr von euch. So, wie komme ich jetzt zu dir rauf, Kollege? Ach, Wallrun. So, Kollege, das war der letzte Schuss. Ach, du stehst also jetzt immer in Schlüsselpositionen. Diese gesamte Struktur ist die Anlage. Aber wofür? Was? Was machst du da? Das... Ach, Mann. Das hat ja sehr gut funktioniert. Oh, diesmal bitte nicht stecken. Nein, was machst du? Warum? Ja, komm. Steh mal bitte. Wieso fliegst du da nicht ganz rüber? Und wie bist du hier hinkommen? So, BD. Wir haben so einen Laserapparatus. Wir werden jetzt hier mal die ganzen Sachen hier. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Ah, das wäre dann die nächste Abkürzung da hinten. Und die Dinger gehen auch weg. Okay. Nochmal. Wir haben ihn befreit. Das sollte reichen. Weiter geht's. Gibt's auch ein Dankeschön? Nö. Okay. Hm. Na gut. Wir gehen mal da lang. Sofern mir das überhaupt was bringt hier. Wird halt wieder den ursprünglichen Weg gehen. Ich frage mich, wie lange das Ding hier drin festsaß. Wie es aussieht, kann diese seltsame Materie hier unterschiedliche Formen annehmen. Hoffen wir, dass wir im Turm der Anlage ein paar Antworten finden. Beziehungsweise hätte ich da raufgehen sollen? Ach nee. Je, es wird schon mal mit einer Kiste belohnt. Neue Hose. Mega. Ach, da bist du schon wieder. Da sind noch mehr von euch. So, bring mich bitte komplett rüber. Na, komm her. Yes. Können wir die Tür aufmachen? Sehr gut. Und was sind hier so komische Geräusche da unten gemacht? Ach. So einer ist da unten. Ja, nee. Mit dir würde ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen. Ich muss ja nicht alles hier umbringen. Darfst du mir ans Stim herkommen? Hm, ich bräuchte hier so eine Kugel. Um was auch immer das hier ist, zu aktivieren. Wie kriege ich hier eine Kugel? Und seine Kugel war auch in diesem Drehdings da drin. Hier gibt es auch nichts mehr Interessantes. So, Kugel, komm her mal. Geil.
springen konnte ich ja mit ihr nicht, ne? Ich lasse dich mal kurz hier liegen. Nicht wegrollen. Oder nee, rein da. Rein da. So. Okay. Ah. Vertraute Technik. Die gleiche, die Sies Kammer versorgt hat. Wir nähern uns. Achso, ja gut, da hinten könnte ich die Kugel reinmachen. Kugel, komm her. Jetzt einmal da hinten rein. Dankeschön. Wieder Spionagedroiden. Die Anlage findet noch jemand interessant. Ja, ich meine, es sieht ja auch imposant. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass da oben was rumschwebt. Okay. Bist du ein Aufzug? Wir haben die gesamte Anlage durchsucht. Das ist unser letzter Halt. Wenn es den Schlüssel nach Tenalor wirklich gibt, muss er hier sein. Und wenn nicht, ist bei sie vielleicht doch eine Schraube locker. So, da. Einmal safen. Ich würde gerne einmal ausruhen. 9 erlernbare Fähigkeiten. Verbessere deine Fähigkeiten. Schauen wir mal ganz kurz rein bei Überleben. Wir brauchen da mehr Punkte. Verlängerte Zeit, die Gegner einander gegen angreifen, wenn sie verwirrt sind. Ja, ja, machen wir das mal. Okay. Das Siegel kommt mir bekannt vor. Welches? Das da vorne? Ach so. Hierher muss Shantari Kree also sie geschickt haben. Der Schlüssel nach Tenalor war weggeschlossen. Seit Jahrhunderten schon. Das war's. Klingt, als würde die Anlage hochfahren. Zeit für ein paar Antworten. Ist es gut, dass das Ding aktiv ist? Willkommen auf Tenalor. Es ist wundervoll. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochtet ihr anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass ich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Der große Jedi-Ritter Dagon Gera bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Wie könnte ich das ablehnen? Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh, seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Okay. Das ist nach wie vor eine Erinnerung, ne? Oh, ist wirklich ganz nett hier. Ich würde es ja gern in Raytracing machen, ne? Aber da hat es ja was mit Abstürzen.
Die Macht ist stark hier. Genau wie ich euch sagte. Wir bauen den Tempel hier. Ja. Ja, sieht ja schon aus wie ein Tempel. Ich bin ganz eurer Meinung. Es ist wieder eine Spalte. Immer diese Spalte. Oh, es ist wunderschön. Ja, perfekt. Ich habe die Galaxis gesehen, Santari. Und es gibt viele Welten, die das Licht der Jedi nicht erreicht. Ich werde den Hohen Rat bitten, hier Initianten ausbilden zu dürfen. Auf Tenelor? Aber der Planet ist nur schwer zugänglich. Was ist, wenn etwas schiefläuft? Unser Tempel wird eine Bastion für den Orden sein. Hier an der Grenze der Galaxis. Der Abyss blockiert Funksignale. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Also meint, hätte man noch gute Chancen, dass da noch was vom Orden über ist. Oh. Ob nicht jetzt. Aber schicker Eingang. Sie sind schon seit Stunden da drin. Ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen Urteile bekannt. Schon gar nicht Meister Rancisis. Mein Duell mit dem Gendai war schneller zu Ende. Ihr habt gesiegt. Habt Geduld. Keine meiner Stärken. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat. Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Was habt ihr? Warne die anderen. Wir werden angegriffen. Du bist nicht hier. Du hast hier nichts verloren. Lass mich frei. Bitte. Okay, letzteres war gerade verwirrend. Oh, was auch immer da drin ist, lebt. Ich hab euch gesehen. Ich bin Cal. Cal Kestis. Und ihr müsst Dagon Gera sein. Ja, der bin ich. Ihr seid ein Jedi? Ja. Aber seit eurem Weggang sind die Dinge anders. Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert und zu einem Imperium gemacht. Der Orden ist zerstört. Sie jagen alle von uns, die noch übrig sind.
Ihr seid jetzt hier. Wir können sie bekämpfen. Gemeinsam. Ich bin zurück. Der Orden ist vernichtet. Ich muss zurück nach Tannelor. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte, aber... Es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tannelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung. Meine Heimat. Und sie haben verlangt, sie einfach wegzuwerfen. Megan, wartet. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Hört auf! Was habt ihr getan? Wieso? Dürftig. Ihr vergeudet meine Zeit. Was das? Nice. Wirklich schade. Ihr habt Angst. Hey. Nice. Könnt besser mit dem Ausweichen. Dieser erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tannelor aufgegeben hat. Ach so, dann war das jetzt hier irgendwie so ein Gefängnis für dich? Wirklich befreit? Alter, Mann, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Was? Nee. Alter, mir tut gleich der Daumen weh. Warum wehrt ihr euch? Verzweifelt? Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Gegen mich zu stellen. Halt! Ich bin nicht euer Feind. Nur wir sind noch übrig. Was ist mit euch passiert? Na toll. Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Wartet! Wieso machst du mit ihm gemeinsame Sache? Ja, toll. Was ist das jetzt?
Schlüssel nach Tenalor. Oh. Meinte Cree Dagon? Wie konnte sie Tenalor jemandem wie ihm anvertrauen? Ja, ist ein bisschen mächtig schief gegangen. Bitte Ausdauer. Bitte, 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 bitte. Yes. Okay, hier ist jetzt alles abgefahren. Ja, schade. Schade, schade, schade. Hier. Geht's hier weiter? Kann ich mich da festhalten an dem Ding? Sieht nicht so aus, ne? Mal kurz gucken. Ich muss da irgendwie auf die andere Seite rüber. Ah, oh, lass euch mal fallen. Ah, cool, es geht doch. Bitte sag mir. Ah, okay, ja, ich hätte es machen müssen. Okay. Was ist das hier? Oh, Echo. Tenelor sollte uns näher bringen, aber es hat unseren Orden nur gespalten. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagon. Also sie wusste von dem Ganzen, dass auch er dann... wenn ihr selbst es vergessen habt. Sie hat so sehr an ihn geglaubt. Immerhin musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Ja, vielleicht haben wir noch eine Chance und er kommt auf unsere Seite. So, Kollege, da wäre ich mal wieder. Wo geht's denn jetzt hin? Oder bringst du mich dann nach unten? Keine üble Aussicht, was, Kumpel? Ob Grease und Bord inzwischen die Mantis repariert haben? Geil, Aufwind. Ach, dahin bringst du uns jetzt wieder. Okay, sieh nach der Mantis. Erstmal speichern. Habe ich hier eigentlich noch was? Okay, da links war ich noch nicht. War ich überhaupt schon mal? Ja, ne, oder? Ne, da geht's noch. Ach, da bin ich. Da ist jetzt das Ah, okay. Ja, I see. Zwei Gebiete. Erstmal hier rein. Und das wird irgendetwas schwer am Atmen. Chloridklumpen. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde mal zwischen den Episoden mal zu der Kantine gehen und speichern. Ah, nicht speichern, Sachen kaufen. So, da sind wir geflogen, da sind wir jetzt irgendwie raufgehen. Wir könnten eine Schnellreise machen. Ach so, das Schiff ist jetzt da bei der Kantine. Okay. So, one ride. Wo geht's lang? Ah, da. Ist real. Vielleicht ist es der letzte Winkel der Galaxis, der vor dem Imperium sicher ist. Ich wünschte, du hättest es auch sehen können. Ja, anscheinend aber nicht, weil ist ja angegriffen worden. Wo sind wir hier? Ich glaube, das ist unsere Rückfahrkarte. Was genau meinst du? Und was bist du? Ich kann dich auch ziehen. Ganz ruhig. Wir tun dir nichts. Oh, Knuffi. Wir haben ein Eitier. Geil, jetzt bin ich schneller. Geil. Und zwar springen? Ja. Ja, kannst du. Das heißt, mit dir kann ich jetzt bei so Wasserstellen raufgehen.
Ja, wie geil. Oh, da ist was. Vielleicht sollten wir mit dem Prospektieren anfangen, was, BD? Okay, hier wieder runter. Endlich. Kann ich auch von oben kämpfen? Oh ja, das kann ich auch. Ja, um zu springen. Okay. Drücke auf dem Reiter in der Luft erneut A, um einen Supersprung auszuführen. Mit einem kleinen Schubs unseres neuen Freundes kommen wir durch dieses Tor. Okay, also du meinst das... Ja, okay, ich will... Erstmal hier oben noch sehen. Was haben wir hier Schönes? Eine Kiste! Nice! Und was Gutes? Swooper! Okay. So, Kollege. Ich brauche nochmal deine Hilfe. Und zwar hier. Nein! Ich könnte auch versuchen, danke einfach mal so Hilfe. Das Ding aufzumachen. Da bewegt sich nichts. Drück auf dem Reiter in der Luft erneut, um Supersprung auszuführen. Sprengt! Hä, aber ich komm. Das klappt nicht. Jetzt, okay. Vor aufmachen. Kommst du? Machen wir einen Ausritt, BD. Was ist das hier? Was ist eine Ansiedlung? Tut's ihm weh? Nee, okay, die sind friedlich. Aber sieht cool aus. Das ist eine Seilrutsche. Und da oben ist unser zweiter Kollege. Kurz auf der Karte umgucken. Ach, Mann. So viel zu entdecken. Du gehst hier rüber. Okay, liebe Leute, wir sind schon wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode und dann schauen wir uns hier mal in dieser verlassenen Siedlung um. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann werdet ihr sogar Konami-Glied und dann kriegt ihr die Episoden schon im Vorhinein. Bis dann, möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.